Neben diesen Lebensdaten soll nun ein Bild platziert werden, das Selbstporträt von Monet. Die Bilder findest du bereits in den Materialien und diese Ansicht, die ist schon okay, aber du musst in jedes Bild hineinklicken, um eine Voransicht zu sehen. Coverflow ist hier ein bisschen praktischer, da kann man sich sehr schnell durch den Bildbestand hindurch bewegen und mit Drag and Drop kannst du es direkt im entsprechenden Platzhalter unterbringen. Je nachdem muss man es jetzt trotzdem noch zuschneiden. Es ist hier automatisch der Reiter Bildformat im Menüband ausgewählt und hier hast du dieses Zuschneiden-Werkzeug. Du kannst also das Seitenverhältnis noch nachträglich ändern. Du siehst jetzt aber auch, dass nur der Rahmen größer gemacht wurde, das Bild hingegen nicht. Du hast darunter noch weitere Befehle mit Ausfüllen, wird das Bild so weit ausgedehnt, dass es den ganzen Rahmen füllt. Dafür wird es natürlich oben und unten etwas beschnitten. Du kannst es mit Verschieben hier noch innerhalb von diesem Rahmen etwas anpassen. Ich mache das mit Befehl Z oder du könntest es auch mit diesem Symbol hier oder bearbeiten, rückgängig, wieder rückgängig machen, bis es so ist, wie ich es vorhin gehabt habe. Jetzt kommt also wieder eine neue Folie dazu. Ich gehe wieder zurück zum Start, wähle neue Folie und soll nun ein Format ausfüllendes Bild und ein feines Textfeld darunter sein. Ich finde auf Anhieb kein geeignetes Design. Hier wäre mir der Titel zu massiv. Deshalb wähle ich einfach eine leere Folie und auf diese leere Folie platziere ich jetzt einfach das nächste Bild. Und zwar soll es dieses Felsentor sein. Auch hier wieder packen, reinziehen und automatisch wird es platziert. Wenn du an den Ecken ziehst, so bleibt das Seitenverhältnis erhalten. Das ist noch praktisch. Wenn du die Alt-Taste gedrückt hältst, so wird es zentriert verkleinert. Das heißt, ich muss es nachträglich nicht noch auf der Folie herumschieben. Ich schiebe es jetzt nur noch leicht nach oben. Damit es mir nicht aus dem Zentrum herausgeschoben wird, halte ich zusätzlich die Umschalt-Taste gedrückt. Etwa so soll es sein, denn hier unten möchte ich noch ein Textfeld einfügen. Übrigens, um ganz sicher zu sein, dass es nun horizontal zentriert ist, kannst du dabei anordnen, ausrichten, das auch nochmals speziell auswählen, horizontal zentrieren und so wird es in die Mitte gerückt. Nun also kommt ein Textfeld darunter, über Einfügen, Textfeld, kann ich dieses Textfeld hier darunter aufziehen. Ich mache es über die ganze Breite hinweg und das soll heißen Felsentor von. Und jetzt ist noch die Frage mit diesem Aigu, da hilft mir wieder die Tastaturübersicht. Das ist offensichtlich die gedrückte Alt-Taste, also Alt. Jetzt ist es vorbereitet und jetzt ein großes E. Dieser Text, der soll zentriert sein. Damit wir jetzt das nicht jedes Mal wieder von neuem machen müssen, kopieren wir diese Folie. Mit einem Rechtsklick können wir Folie duplizieren oder altbekannt Befehl C, Befehl V und eine exakte Kopie wird eingefügt. Ich lösche dieses Bild und hier kommt diese Brücke hinein, auch hier wieder mit der gedrückten Alt-Taste etwas verkleinern, nach oben rücken, gibt mir sogar diese Hilfslinie für die Ausrichtung und die entsprechende Bildunterschrift. Selbstverständlich kannst du auch ein Bild direkt vom Web holen. Wichtig hier, dass du
nach großen Bildern suchst, bei den Suchoptionen wählst du bei Größe groß und jetzt kannst du das entsprechende Bild auswählen. Ich nehme mal dieses hier und da empfehle ich dir zuerst noch auf Bild ansehen zu gehen. Also ja, nicht dieses Google Vorschaubildchen zu wählen. Das scheint jetzt etwas gar groß zu sein. Und dieses Bild könntest du dann direkt in die Folie ziehen. Ich bevorzuge es, das Bild zu packen und in einen entsprechenden Ordner oder auf den Schreibtisch abzulegen. Und von da ziehe ich es dann jeweils in meine Folie. Ja, jetzt kannst du dich an dieser Vorlage orientieren und mal die restlichen Bildfolien noch ergänzen mit den entsprechenden Layouts.